right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss them. Bang. Ich weiß ja, Digga, du kennst ja in Duisburg auch super aus. Ja, du weißt ja, mir geht es eine ganze Weile richtig auf den Sack, dass ich mit, in meinen Augen, ja, kannst du was anderes sagen, so, in meinen Augen mit richtig guten Content, Alter, keine Leute erreiche, Alter. So, bevor du was sagst, ja, wenn ich mir das sage, das sind alles Leute, Alter, die mag ich schon vom Thumbnail ja nicht so, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, sag mir, Alter, was mache ich falsch, Digga? Ja, du weißt, ich habe mir dein Content gegeben, dies, das. Ich sag dir jetzt, die Regeln, ja, gleich zu brechen, okay? Ja, ich hab richtig Angst, Digga. Regel Nummer 1. Clickbaiting. Clickbaiting. Machst ein Video über Fitness, machst Titten in den Thumbnail. Verstehst du? Fitness, Titten. Passt es? Nein, deswegen Fitness Titten. Zweitens, große YouTuber in dein Titel, Digga. Die schon viel Reichweite haben, wie ist das? Du weißt, die wollen immer nach dir suchen. Team Show könntest du eher deinen Titel auch nehmen. Ja, ich will also Ich kann auch das Team nicht rocken, weißt du? Nummer 3, mit dem Trend mitgehen. Mit dem Trend, aber sowas von mit dem Trend mitgehen. Musicals, Don't Judge Me, Fuck Girl, diese Filme. Du weißt, ja, du hast recht, Alter. Diese Filme musst du machen, Digga. Das ist eigentlich echt. So krass durch die Kante. Bruh. Ich zeig dir jetzt einfach nur mal ein paar Leute bei YouTube, YouTuber, wo ich denke, die sind super erfolgreich in Deutschland. Mhm. Warum ich nicht verstehen kann, warum die erfolgreich sind, Alter. Das regt mich richtig auf. Ja, die meisten. Auf jeden. Jetzt, ja, zum Beispiel dieser KS Freak zum Beispiel, Alter. Der ist doch seit Jahren, ist er doch beliebt, Alter. Und jetzt gucken wir einfach irgendwas an. Ja, was mit KS Freak ist? Mac, und ich darf mich nur ganz gechillt begrüßen jetzt zum neuen Video auf meinem Kanal, ja. Ich glaube, ihr merkt schon leicht, ich bin so leicht angekratzt, meine Stimmung ist heute nicht ganz so gut. Wir bis nach Hause folgen und dann herausgefunden haben, wo ich wirklich wohne. Ihr seid Hurensöhne. Diese Hurensöhne haben es dann auch noch zu weit getrieben und es ist richtig scheiße. Ich habe mir so gedacht, okay, was war das für Hurensöhne so? Und ihr wisst, Ja, der. Jetzt mal so nebenbei, ja? So oft wie der Hurensöhne sagt, allein schon in dem Video, da können wir. Nee, denkst du dasselbe wie ich? Da fällt mir was ein. Are you ready? Everybody! Trinkspiel! Mein Stichwort, Freunde. Wir machen jetzt so, ja? Immer wenn er Hund und sagt, trinken wir. Easy. Easy. Dann würde ich sagen, gehen wir uns das Video und gucken mal, wie oft der Kerl Hund und sagt, ne? Abonnenten beschädigt mir auch. Achso, hey, es geht um seine Karre. Oh, zweimal, Alter, sogar. Oh, Pause, Digga. Oh, das war cool. Oh, Digga. Dreimal. Was? Wir sind jetzt schon. Kann man schon? Ja, genau. Prost. Was denn mit der Person? Oh, was ist denn diesem Kunden los, Alter? Mundwasser, ey, ohne Spaß. Und fragen ihn, ob das wirklich gab, ist neu. Das ist nicht cool. Am liebsten würde man einfach ins Handy schreiben, buchen, so rufen. Boah, echt jetzt, Alter? Tschüss. Lit. Ich glaube, bei dem Video. Hat er so einen begrenzten Wortschatz, Alter? Boah, was? Das Ding ist, bei Fans abonnieren ist und dann sagst du, yo, der ist am Apparat, yo, Kann man nicht gerade im Schützen. Es ist kapislos, was denn die Kommentare? Wenn du wirklich meine Meinung seid, einfach mal einen Daumen nach oben geben. Und ganz kurz, die ganzen Leute. Wenn du meine Meinung seid, einfach mal einen Daumen nach oben geben. Das ist immer so diese typische Aktion. Und jetzt noch hier so eine schöne Werbung machen für seine scheiß Merchant, Alter.
Oh, der Typ bleibt das halt ein Audi A6 fahren muss, oder? Also, das ist schon ein hartes Leben, so. Der geht ja wirklich durch Scheiße gerade. Wie er schon am Anfang gesagt hat, Apple. Ja, ja. Und der wurde mit Eiern geworfen. Ey, dafür muss man die Aufnahme schon wieder früher gehen. Für Eier werfen, das war krass. Ey, der hat 5 Minuten fast geschafft. Noch 3. Oh, der hat Hurensohn gesagt, Digga. Welcher Hurensohn? Oh. 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 Alter, zweimal. Ich bin in Hans Erwin dran. Ganz ehrlich, das ist doch wirklich du. Das fuckt mich am meisten an, aber Digga, warum fährst du mit deinem Kopf? Ja, das geht natürlich zur nächsten Challenge abbrechen. Oh, doch, nur so. Ihr müsst doch mal irgendwo checken, wo die Grenze ist. Ich glaube, ich kotze gleich wirklich. Ja, ich bin lit. Hi, was ist das? Könnt ihr euch ihren Hut haben, Sir? Momentan reden so, du Hurensohn. Zweimal! Wir haben jetzt in 6 Minuten diese Scheiße getrunken, dann können wir das in einer Minute auch mehr machen, als der Move. Die müssen hier rumpacken. Warum mach ich das mit den Abonnenten? Kannst du mich einfach mal rüberschicken, Alter? Du sollst einen scheiß Shoutout machen, Digga. Ich frag's ja in Ewigkeiten, dass der Mann mich in die Gang einlädt, Alter. Was macht der? Der lädt nur Schwarze ein, Digga. Wann muss ich mich das anmalen, oder was? Das reicht schon in der schwarze Hand. Kannst du mir zeigen, wo die Sonne ist? Oder ein schwarzes Kind. Wenn wir mal den Tieren schwarzes Kind haben, dann ist es automatisch schwarz. Können wir dann einmal so ein schwarzes Kind? Dann darf ich? Ja. Wenn ihr das hört, ich brauche eine schwarze Freundin. Oh, so was Kind, der hat zweimal Röhm gesagt. Ja, mein Reimer. Viermal. Oh, Leute. Wir sind durch mit dem Video, wir müssen nur noch viermal drehen. Ey! Digga, was ist denn nur mit euch? Alter. Gott, jetzt ist mein Mensch. Das ist Mann, Digga. You know what it is. Flex mal bitte deinen tätowierten Bizeps, damit die Leute wissen, warum der so hier aussieht. Show what you like. Flex jetzt deinen tätowierten Bizeps. Hau da rein jetzt. Komm. Lit. Achso, ist das Flexen, ne? Habt ihr das gesehen? Ja, mach mal aus, ne? Wie viel wollt ihr trinken? 4, ne? Das ist jetzt der erste gewesen, ne? Kann das sein? Ja. Weg hier, wie Männer an der Flasche, bis es leer ist. Jeder ein Drittel davon, ne? Natürlich wollen wir keine schlechten Vorbilder sein, das ist alles eigentlich nur Brause. Ja. Aber natürlich, wenn man viel Brause trinkt, kann man auch ein bisschen Dusche hier im Kopf werden. Weil zu viel Zucker ist einfach auch zu viel für die Körper, ne? Wir sind hier in Tschechien, weißt du, ich mein. Wir sind hier in einem Apartment, weißt du, ich mein. Einfach auf Gönnung, gönnt einfach und hält nicht. Ey, kannst du mal bitte in die Kamera zeigen? Ich kann's nicht machen. Ich bin Hacke. Was wir hier getrunken haben. Hacke. Und das hier, meine Freunde. Das sind meine Freunde, das Bohr. Spaß, Mann. Ich bin noch voll super. Ohne Spaß. Pass auf, Leute, das Ganze, was wir jetzt gemacht haben, das ist nicht uns zu schulden. Ne? Das ist hier, den Ding. Ich sag jetzt mal Matthias, weil du aussiehst für mich wie Matthias. Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Begriffe beibringen, wo du ein bisschen mehr als nur Hurensohn in dem Video sagst. Ich würde es geil finden, wenn wir nicht so viel saufen müssen beim nächsten Video. Als ob er das Video sieht, Digga. Und da sind wir wieder beim Thema. Meine Reichweite ist einfach null, Alter. Ich würde sagen, Steve, danke Elias. Beim nächsten Mal seht ihr auf jeden Fall mehr von mir in Elias und Jumphouse und mehr von mir und Steve, wenn wir wieder YouTube-Videos sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise, wir machen es besser, weil dann weiß ich, dann kriege ich definitiv Likes. Wenn euch Steve gefallen hat, dann kriege ich einen Daumen hoch. Wenn ihr Elias Oberarmflex geil fandet, kriege ich ein Abo. Das ist doch nicht selber, Alter. Damit gar nicht passen. Selbstgänger, 100.000 Likes. 100.000 Likes. Are you listening? It's back in the bed. You know what I mean. Damn. Wir sind gerade in der Tschechien. Auf jeden Fall geben wir uns jetzt YouTuber, Girls, und bewerten sie einfach nach den Schulen. 1 bis 6. Nihan. Ja, wenn AM. Wow. Also Nihan. Ja, wer auch immer du bist. Ich so rein vom Aussehen her, würde ich dich...